Herzlich willkommen zu einem neuen Weihnachtsvideo von mir. Heute soll es darum gehen, Weihnachtsdeko mit ausschließlich natürlichen Elementen zu gestalten. Eben wie zum Beispiel dieser Winterbeere oder diesem Ast mit den Tannenzapfen oder einer Baumrinde. Und ich würde sagen, wir legen am besten mal los. Also wie gesagt habe ich hier so ein großes Stück Baumrinde aus dem Erzgebirgischen Wald gesammelt. Diesen schönen Ast mit den, also Tannenzweig, ein bisschen Moos, dann ein Teelicht, was hier oben reinkommt. Die eine ist natürlich nochmal nachgearbeitet, eben dieses Loch reingebohrt. Da habe ich jetzt schon mal den Zweig durchgesteckt. Dann habe ich hier wieder so eine Baumscheibe, zwei solche Tannenzapfen, wo jetzt schon ein bisschen so weiß dran ist, so ein Stern und eben diese Winterbeere und lege ich einfach mal los. Das Moos packe ich hier vorne, die Seite. Die Baumscheibe dient eigentlich nur als Unterlage für die große hier. So. Damit es auch ein bisschen schöner aussieht, noch ein bisschen zurechtlegen. Dann kommt hier oben das nun ein bisschen dreckig gewordene Teelicht drauf. Und die Winterbeere. Ein Zapfen kommt hier vorne mit dazu. Und das platziere ich dann noch hier hinten. So. Und dann ist unsere natürliche Weihnachtsdeko auch schon fertig.